Hallo und herzlich willkommen zurück. CK3 mit Meisterin Rigin Lind. Die erst einmal. Ein. Wenn das Dynastiepress ist. Ja, wenn. Klangvoller Name. Erhöht das monatliche Prestige? Und die Anzahl an Rittern, das ist gut. Ja, dann ab da und ab dafür. Dann bringen wir den mal da hoch. Und auf dem Rückweg machen wir einmal hier Station. Ne? Funa und Kunigunda können das unter sich ausmachen. Da mischen wir uns gar nicht ein, sag ich euch. Und Laditya Muktapida, meine Güte nochmal. Das ist ja ein Anschlag auf jegliches Sprachzentrum, möchte uns erzählen, dass wir die wahren Meister kennenlernen müssen, anstatt hinter falschen buddhistischen Lehren uns zu verstecken. Okay, wir sind immer noch katholisch. Ich wollte es nochmal überprüft haben. Ne? Und wir haben ordnungsgemäß abgeliefert. Was kannst du denn? Wir nehmen Ishpala mal mit. So. Als wir am Morgen aufbrechen, sehe ich Kunigunde, also unsere Tochter, ganz allein vorm Lager stehen. Als ich mich ernähre, um mit ihr zu sprechen, bemerke ich eine Veränderung im Wind. Als mir ein kalter Windstoß in den Rücken fährt, ziehe ich meine Kleidung enger um den Körper. Die Kälte sagt mir, dass der Winter wieder da ist. Ach komm, man kann unsere Tochter halt Meinung von uns gewinnen, wenn das Ergebnis das gleiche ist, dass es 2 Tage länger dauert. Wir kennen da, glaube ich, ein Heilmittel. Wundervoll. Bist du noch im Krieg? Ja, aber gegen jemand anders. Ach, nee, doch. Wir werden dann mal hierhin. Wir sitzen in einer ruhigen, leeren Taverne in Karua, als eine lärmende Gruppe zerlumpter Soldaten in den Schankraum stürmt. Ihr Anführer, ein selbstbewusster Raufbold, schiebt einen meiner Wächter beiseite und setzt sich frecherweise an meinen Tisch. Edle Frau, ich meine Herrin, kann ich euch für die Dienste der besten Söldnertruppe in ganz Karua interessieren? Treuere Männer findet ihr nirgends. Zumindest so lange wie uns. Ordentlich entlohnt, versteht sich. Fünfzig Mann für 600 Soldaten? Wir nehmen das Ganze.
So, bitte. Und dann nehmen wir hier. Hop, zack. Wundervoll. Das sind zwar... Okay. Das sind zwar nur aufgebaute, aber... Ich bin am Überlegen. Warte, gib uns... Was würde er nicht tun? Würdest du uns eins geben? Nein. Lass die Kinder die Gegend erforschen. Dann gebt mir Gold. Dann, du hast kein Gold. Dann gib du mir mal Vorräte. Kostet 300 irgendwas. Ja, natürlich kann unsere Tochter einen Hund haben. Griffin Gurli. Was ist hier passiert? Okay. Ramaveda wurde gefangen genommen, okay. Unser Neffe Bertram wurde getötet. So, wir fangen mal an. Fruchtbarkeit interessiert mich nicht. Prestige ist gut. Der Heilratgeber, das heilende Wasser hätte ich gerne. Und das Ding, weil es Prestige bringt. Okay. Ich hätte gerne Pikeniere. Anhänger inspirieren, ja, nee. Und so. Dann sammeln wir Vorräte. Und zwar 550, sehr schön.
Was haben wir denn hier? Hier, du kriegst einen Bildungsvorzug. Wir haben ein Theaterstück aufgeführt. Ich hätte gerne die Vorräte. Und wir holen uns mal wieder 100 Gold vom Papst. Da steht er nicht so drauf, das will er nicht. Das will er auch nicht. So, und dann... Ich habe doch mehr als 3 Ritter, ja. So, und jetzt halten wir da mal rein. Okay. Interesting. Hast du überhaupt noch Soldaten? Ja, könntest du dich vielleicht mal zu mir schicken? Okay. Mist. Mist, Mist, Mist. So, wir gucken zwischendurch mal auf die Burg. Nee, das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte hier gucken. Murat, aha. Dabei finde ich Murat eigentlich besser. Er ist nur älter. Ich nehme Murat. So. Ach, das war der Dude, der eben noch mit uns dumm rumdiskutiert hat, ne? Ich hätte gerne Goldscharen. Die sieht nämlich richtig gut aus. Also, von den Werten her. Wer ist denn das da? Ach, das ist der da. Ja, dann mal hin da. Dann mal hin da. Vielleicht können wir ja... der treibt sich darum. Aber vielleicht können wir ja ein bisschen was hinbekommen. Ja, wir sind mitfühlend. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Wir haben Vrachana Danisch gelernt. Okay, cool. Mist. Ich dachte, wir laufen darum, aber... Ach. Ach Mann, ey.
Wir haben keine Soldaten mehr im Übrigen, ne? So. Genau, sie sollten uns für das Prestige bezahlen, was wir denen gebracht haben. Als ich in Talumba durch eine Seitengasse gehe, sehe ich ein einsames Kind mit seinem Hund in einer Ecke hinter einer kleinen Mauer sitzen. Hier, Heldenherz, sagt es, während es ihm ein kleines Stück Brot gibt und nichts für sich zurückbehält. Wenn man sich die beiden anschaut, sieht man, dass der Hund viel besser versorgt ist als sein Besitzer. Doch das Kind scheint ihm alles zu geben, was es finden kann. Ja, wir werden sie natürlich in unser Lager holen. Ja, wir sind mitfühlend. Wir werden das Zeug jetzt essen. Das war ekelerregend, okay. Als ich mir die Marktstände in Kasua anschaue, spüre ich, wie mir jemand den Geldbeutel vom Gürtel schneidet. Ja gut, in unserem Geldbeutel ist eh ein großes Loch, ne? Obwohl ich dies sofort bemerke, verschwindet der Dieb in der Menge. Rein zufällig sieht eine meiner Wachen, wie der Dieb in eine Seitengasse läuft. Bleibt stehen oder ich schlage euch den Schädel ein, ruft eine meiner Waffen ihm zu, woraufhin sich der Dieb umdreht und uns wütend und hinterhältig anstarrt. Wir könnten da so rekrutieren. Das tun wir auch. Okay, wir sind unnachgiebige Verteidiger, okay. Das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Kalpa ist für mich ein Land voller seltsamer und obskurer Bräuche. Die Nangchosischen Rituale sind absonderlich und unterscheiden sich unvorstellbar stark von dem unseres katholischen Glaubens. Und nirgendwo wird dies deutlicher als in der Haltung gegenüber der Ausübung von Magie. Mitten in der Stadt gibt es einen Zauberer, einen Mann, der Zauber aufsagt und Segnungen anbietet. Als wäre er ein Priester. Es ist zwar ein merkwürdiger Anblick für mich, doch die Leute scheinen sich über seine Anwesenheit regelrecht zu freuen. Lass mal diskutieren mit ihm. Wir haben die Debatte gewonnen. Er hat sich uns nicht angeschlossen, aber die Debatte haben wir gewonnen. So, wir sollten zu unserem Lager zurückkehren. Wir sitzen natürlich an der Spitze des Feuers, das ist ja klar. Was bist du? Ja, ist gut. Für 10 hole ich ihn wieder raus. Als wir durch die Straßen von Kamru gehen, kommt aus einer Seitenstraße eine Prozession von Soldaten. Die meisten von ihnen sind verwundet und werden von niedergeschlagenen Zivilisten versorgt. Ein Herold erhebt sich stolz vor der auf dem Marktplatz versammelten Menge und verkündet mit lauter Stimme: Wir haben diese nankunischen Hunde wieder einmal zerschmettert. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Sieg uns gehört. Doch beim Anblick der verwundeten Soldaten und ihrer trauernden Angehörigen verhallen die feierlichen Worte nur dumpf. Gut, wir sind ja mitfühlend, ne? Dann schmeißen wir dem doch mal ein bisschen was vor die Füße.
Kriegselefanten. Wir folgen ihm, dem fahrenden Ritter. So, er kann uns mal ein paar Vorräte geben. Also möchte, und er möchte das nicht. So. Kunigunde soll sich durchsetzen, aber respektvoll sein. Wundervoll. Wundervoll. So. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal. Oder können wir mit Gold? Nein, wir können mit Gold nicht alles voll machen. Ach du Scheiße, sind Kriegselefanten teuer. Und mit dieser Erkenntnis beenden wir die heutige Folge. Also, ihr Lieben, wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.